Ob blond, ob braun, ich liebe alle Frauen. Mein Herz ist groß. Doch was ich tue, ich denke immer zu an eine bloß. Denn diese eine, diese kleine, die hat Beine und einen Mund, hat die kleine. Ja, das eine ist mir sonnenklar. Ob blond, ob braun, ich liebe alle Frauen, mein Herz ist groß. Die Ausstellung Pop 1900 bis 2000 thematisiert populäre Musik in der Steiermark und will damit einen stilistisch sehr breiten und historisch sehr weit gefassten Zeitraum. Wir beginnen also mit 1900, zu einem Zeitpunkt, wo kurz davor mit der Erfindung des Phonographen durch Thomas Alva Edison und des Grammophons durch Emil Berliner es erstmals möglich war, zuvor flüchtige Töne und Klänge dauerhaft zu konservieren. Das gemeinsam mit den sich entwickelnden Massenkommunikationsmitteln des 20. Jahrhunderts führte dazu, dass populäre Musik zu einem Bestandteil des menschlichen Alltags wurde und fortan die Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts geprägt hat. Einer der ersten Popstars des 20. Jahrhunderts war sicher Alexander Girardi. Er hat im 19. Jahrhundert die Operette extrem populär gemacht. Von ihm haben wir hier in der Ausstellung auch die älteste Musikaufnahme, nämlich von 1900, eine Aufnahme, wo er das Fiakerlied singt. Du passt so gut zu mir wie Zucker zum Kaffee. Du passt so gut zu mir, so wie das Haar zum Tee. Ja, Gedanke, den du denkst, ja, denselben denk ich längst. Nach der Auflösung der Comedian Harmonists 1935 mussten die jüdischen Mitglieder nach Wien emigrieren und gingen dort sofort daran, ein neues Ensemble zu gründen. Unter den neuen Mitgliedern zwei Steirer, nämlich Rudolf Mayreder und Hans Rexeis. Als Comedy Harmonists gelang es ihnen sehr gut, an die Erfolge des Vorgängerensembles anzuschließen. Sie nahmen Platten auf mit Josephine Baker, es fanden Tourneen statt in 1936, 37 in über 14 Ländern. Sie hatten ausgedehnte Tourneen nach Australien, nach Südafrika, in alle möglichen Städte Europas und nach Amerika. Und ich weiß schon früh, was du mir abends schenkst. Wir befinden uns im Museum für Geschichte am Beginn der Ausstellung Pop 1900 bis 2000, populäre Musik in der Steiermark. Am Beginn hier im ersten Raum haben wir gleich einen Höhepunkt der Ausstellung, das sind die sogenannten Dombilder. Dombilder sind Vorläufer von Musikvideos. Wir haben zwei Dombilder von Alexander Girardi, die erhalten sind, aber die Besonderheit ist, wir haben jetzt das erste Dombild, wo eine Frau die Hauptprotagonistin ist, das ist die sogenannte Mirzel Hofer. Und im Rahmen der Ausstellung wurde die Donquelle gefunden in einer Privatsammlung. Und die wurde digital restauriert, zusammen mit dem Filmarchiv, und ist erstmals hier zu sehen. Der Tonfilm ist eine Art Musikvideo, also ein Vorläufer des Musikvideos, ist eigentlich ein Tonfilm in der Zeit des Stummfilms, und dieses von Mirzel Hofer stammt aus dem Jahr 1908. Es ist ein großes Glück, es gibt sehr wenige, und drei davon sind aus der Steiermark. In den 1960er Jahren etablieren sich endlich E-Gitarren, E-Bässe, die dazugehörigen Verstärker und treibende Beats. Die sogenannte Beatmusik war sowas wie der Soundtrack zu Bürgerrechtsbewegungen in den USA, aber auch in anderen Teilen der Welt. Und auch in der Steiermark wurde diese Musik heftig interpretiert. Es gab Dutzende Beatbands. Das Interessante vielleicht daran ist, dass in der Steiermark nicht unbedingt Graz das Epizentrum dieser Szene war, sondern dass es ganz viele Bands in der Oststeiermark und auch im später viel besungenen Fürstenfeld gab, wo 1965 auch der erste Beatkeller eröffnet wurde. Viele Protagonisten, die später in den 80er Jahren sehr bekannt wurden, unter dem nicht allseits beliebten Titel Austropop, wie Boris Bukowski, Schiffkowitz von STS, ganz viele dieser Protagonisten sind zu dieser Zeit in Fürstenfeld aktiv gewesen. Bemerkenswert ist, dass 1984 die steirische Szene wirklich explosionsartigen Erfolg erleben durfte. Es wurde Life is Life geschrieben, der wohlbekannte Welthit. Überdosisgefühl von STS erschien 1984, die A la carte von ERV, aber auch
Projekte wie Kurt Gober Band mit Motorboot oder Fats mit Willst du eine Banane wurden schlagartig, zumindest im deutschsprachigen Raum, wahnsinnig bekannt. Aus dieser Bekanntheit der steirischen Szene resultierten auch weitere Erfolge wie Stefanie Werger, Boris Bukowskis Soloprojekt, Karl Bayer und viele weitere. Parallel zu diesen großen Erfolgen der steirischen Szene im Pop-Bereich entwickelte sich auch eine sehr rege alternative Szene. Eine große Genrevielfalt entwickelte sich, Projekte wie Rosi lebt oder erste Punk- und New Wave-Bands wurden aktiv und waren ganz ein wichtiger Bestandteil der steirischen Szene.